Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X hier mit mir, dem Shardox. Und wir waren hier das letzte Mal stehen geblieben, als wir Yuna Leska, sag ich mal, in den Arsch getreten haben. Und jetzt gehen wir aber mal die Treppen runter und reden mit Auron. We must talk. What? There's something you should know. I know. It's about you, right? I am also an unsent. You are not surprised. I think I kind of knew. It was Yuna Leska, wasn't it? When Braska and Jekt died defeating Sin, I just couldn't accept it. I came back here, tried to avenge them. But she struck me down. Somehow I made my way, crawling down Mount Gagazet. But my strength left me. Just outside Bevel. That's where Kamari found me. I told him about Yuna, just before I died. I've been wandering ever since, never going to the far plane. Auron. Don't make that face. Being dead has its advantages. I was able to ride Sin and go to your Xanarkand. And you've been watching over me since then. Haven't you? Why? What's the big idea? Why me? It is one of those things that is difficult to explain. Very well, I will show you. My memories. Can I ask you one last favor? Never mind. Out with it. Okay, listen good. Take care of my son. My son in Xanarkand, he's such a crybaby. He needs someone there to hold his hand, see? Take care of him, will you? But how am I supposed to go to Xanarkand? Hey, you said it yourself. There must be a way to get there, right? You'll find it. All right. I will. I give you my word. I'll take care of your son. I'll guard him with my life. Thanks, Auron. You were always such a stiff. But that's what I liked about you. That is why. So sieht's aus. Ja, ich hoffe, mein Stuhl war gar nicht zu laut. Ich musste mich hier gerade ein bisschen umpositionieren, da ich, weiß nicht, gerade so ungemütlich gesessen habe. Aber jetzt sitze ich ziemlich gut, ja, ja. So, als nächstes verteilen wir aber mal noch ein paar Punkte, sage ich mal, hier im Sphärobrett. Ja. Hier können wir weiter. Ja, ne, wir haben ja noch irgendwo hier ein Level 3 Passing. Ja, boom, haben wir. So, jetzt haben wir das frei gemacht. Allerdings frage ich mich gerade, ja, wohin denn jetzt, Leute? Wir sind ja jetzt hier so quasi eigentlich fertig. Und ja, wo gehen wir als nächstes hin? Also, wir können ja mal versuchen, dass wir jetzt hier hingehen. Also, hier gibt es nämlich noch Stärke. Und noch mehr Stärke und noch mehr Stärke. Und kommen tun wir dadurch, wenn wir wo lang gehen. Also wir können einfach mal hier runter gehen, glaube ich. Ja. Wir gehen einfach mal hier darunter und machen hier einfach ganz normal weiter. Hier gibt es dann auch plus 4, plus 2 und so weiter und so fort. Egal. Das verteilen wir einfach mal später. So. Hier ist jetzt ziemlich alles, also hier ist jetzt ziemlich alles ruhig. Hier wird auch keine Musik mehr tönen. Wir müssen jetzt einfach nur diesen Tempel hier verlassen und zum Domausgang gehen. Dort wartet nämlich jetzt Sid auf uns, der es mittlerweile geschafft hat, sein Flugschiff zu reparieren. Ich weiß zwar nicht genau, was daran kaputt gegangen ist, aber naja. Immerhin wurden die halt auch beballert, sag ich mal. In Bevel, wo wir Yuna gerettet haben.
Und okidoki, okidoki, okidoki. Jetzt sind wir auch schon gleich unten, sag ich mal. Wir müssen nämlich nicht den kompletten Weg zurücklaufen, sondern mussten jetzt einfach nur diese kurze Strecke hinter uns legen. Denn jetzt sind wir eigentlich schon direkt vor dem Dom und können, naja, Hallo sagen zu jemandem. Summoning's gone, but I'll think of something. Just give me a little more time. Aren't we the happy-looking bunch? Frana! Frana! Where? Where? That all you can say? Why don't you think of something? Well? Any good ideas? Come on, help us! What do we know? Sin is Jekt. Thus you have a link, a bond with Sin. That may be our key. So, what do we do? We think and we wait. Two things I'm bad at. Okay, und jetzt ist das Flugschiff in unserer Macht, sag ich mal. Denn wenn wir jetzt den Speichersphäroiden anklicken, dann kommt Speichersphäroid für Reisende Level 3. Der Albert-Händler Rin hat eine Funktion eingebaut, mit der sie von Speichersphäroiden direkt aufs Schiff gelangen. Das heißt, dass wir das Schiff auch gleich schon besitzen und einfach zu irgendwelchen Orten in Speedrun wieder fliegen können, wo wir schon mal waren. Und auch zu diversen anderen Orten. So, mal gucken, was Lulu so zu sagen hat. We need to sit and think this through. There has to be a way.
Ja, das stimmt. Okay, Walker, du? So much for the final Aeon solving everything. Okay, Auron, du noch was? Rush this and we'll lose everything. We need to plan carefully. Alles klar, dann wollen wir einfach mal wieder zu Yuna gehen. Sie wartet nämlich da hinten, oder sie wartet eher gesagt nicht. Sie schaut nämlich oben aus dem Fenster. May I help you? Nee. Thank you. Your patronage is very much appreciated. Ah, how is your progress with our language? None too shabby. Check this out. Hella Dusanwi. Just repeating what I've said is not talking now. But your pronunciation's quite passable. You've been studying, I see. Ja, und das mit den Albed-Zeugs, das wird auch noch viel besser, denn wir können auch schon bald uns auf die Suche machen zu allen anderen Lexikas. Wir haben ja noch einige im Petto, sag ich mal, die wir noch nicht haben, die ich irgendwo mal vergessen habe, so nebenbei oder sonst was. Aber die werden wir alle nochmal aufholen. Aber zunächst sollten wir jetzt erstmal zu Yuna, die hinten in der Kajüte wartet. So, Yuna. Dann sag mal an. I'm no good. At all. What are you talking about? All this time I've been thinking about how to defeat Sin. But I... Beyond the teachings of Yevon, I know nothing. I'm sorry. Yuna, no apologies. But... Apology is running. Yuna never run away. Thank you, Kamari. So, Kamari, you got any good ideas? Yevon's teachings. The teachings won't help us fight Sin. No answer in the teachings. Answers lie outside. Must know both sides to find answer. Both sides. Micah knows much. Find him. Make him talk. That's it! Kamari, you rock! Okay, wir haben wieder eine neue Hoffnung. Wir könnten einfach mal Micah ausquetschen. Der müsste doch etwas wissen. Oder auch eben nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann er uns ja nicht mehr zu irgendwas zwingen. Denn wir haben uns ja sowieso schon gegen Yevon entgegengelehnt, sag ich mal. Und hier ist wieder diese epische Musik, ey. Hey, guys, I just had a great idea. It was my idea. Let me tell them. It's like this, yeah? I just thought... The hymn's the key. Ah! The hymn? Sir Jekt likes the hymn of the faith, correct? Yeah. That's why he was listening to it in Makalania. Sin. Violence incarnate, listening peacefully. I know it's your old man, and I don't mean no disrespect, but... No, it's fine. I've gotten used to it. Let me say it. If we attack Sin head on, we've little chance of winning. However, if he hears the hymn of the faith, he will become docile. Yeah, and that's when we make our move. Might be against the rules and all, but who's keeping track, yeah? Yeah? Yeah, it could really work. Yeah, yeah, it's worth a try. Okay.
Okay, dann lass uns mal mit Cid reden. Cid ansprechen, um die Navigationskarte zu öffnen. Wenn man dort Zielorte auswählt, wird man im Nu dorthin befördert. Alles klar, soweit ist sind die soweit ist die Technik also. Ja, ja, whatever. Also, wir haben jetzt hier die Liste und können von dort aus einfach irgendein Zielort eingeben. Zurzeit ist die geweihte Brücke dort, denn wir wollen ja mit Dr. Micah, wollte ich schon sagen, mit Micah sprechen. Aber vorher machen wir erstmal hier auf die Suche. Nämlich gibt es auch Geheimorte, die man hier entdecken kann. Zum Beispiel hier am Rande der Yevon Temple Bai wurde entdeckt. Also das ist der Yevon Temple Bai, sag ich mal, der Anfang, wo wir ganz am Anfang waren und uns dieses komische Viech da angegriffen hat. Des Weiteren gibt es hier den Regenbogenwasserfall von Bisade. Und Moment, ich glaube, hier gibt es auch noch was. Die Mihen-Ruin. Das Schlachtfeld am Funguspassfelsen. Okay. Aber Mihen-Ruin waren ja auch noch irgendwo. Aber wo war das genau? Wo war das genau? Also hier nicht, Moment. Wir checken das einfach mal mit den Steuerkreuzen. Irgendwie müssen wir das ja finden hier. Oder war es oberhalb hier? War das hier oberhalb? Oh ja. Die Ruinen von Mihen wurden entdeckt. Wusste gar nicht, dass sie oberhalb waren. Egal. Hier oben haben wir dennoch irgendwas. Hier müssen irgendwo die Omega-Ruinen sein. Das finden wir auch noch. Moment. Da. Die Omega-Ruinen. So, mehr gibt es hier, glaube ich, auch nicht mehr zu sehen. Oder? Oder? Ne, doch, hier. Die Wüste von Zanubia wurde entdeckt. So, des Weiteren. In ganz Mira befinden sich 1000 Jahre alte Ruinen. Enträtseln Sie die Geheimnisse der Albed und finden Sie die Passwörter. Also es gibt genau 3 Steine, glaube ich, in Spira. Also einer ist in Insel Bisade, einer in Kilika und einer, weiß ich, ist schon mal in Insel Picanel. Ob es mehr gibt, weiß ich gerade momentan nicht. Aber wenn man die Albed-Sprache beherrscht, dann kann man dort Zeichen lesen. Und alles zusammen, zum Beispiel von einem Stein, ergibt dann Gottes Hand. Geben wir das ein, haben wir einen neuen Anflugort, sag ich mal. So, Passwort 1 entschlüsselt. Aber ich weiß noch eins, ganz zufällig. Murasame. Murasame. So. Passwort Nummer 3 entschlüsselt. So, und jetzt das allerletzte, den Siegesarm. Oh, Leute, wisst ihr was? Ich habe das damals auch ohne Internet und sowas alles rausgefunden, sage ich mal. War ja auch nicht schwer, nachdem man die Albed-Sprache konnte. Aber ich hatte damals noch nicht alle Lexikas und, oh Gott, da musste ich meine Schwester sogar um Hilfe bitten damals, wo ich klein war, weil ich das alleine nicht entziffern konnte, was das da ist. Was ist das für ein Rätsel? Und ja, dann meinte ich so, ja, so und da, okay, so und so, das ist das, ja. Dann haben wir das so halt rausgefunden, wie die Passwörter lauten und ja. Wir fliegen jetzt erstmal zum Ruin von Bisade 1. Dort holen wir uns dann den Siegesarm ab? Fragezeichen. War das jetzt Siegesarm oder Murasame? Bin mir gar nicht sicher. Achso, hier oben muss man lang. Die Wurzel nach oben. Siegesarm. Und ich habe mich damals auch immer schon gefragt, warum sind hier oben 2 Speicherstände hier auf diesem Weg in Insel Bisade? Ja, das liegt daran, weil hier so schöne geheime Truhen sind noch. Und anders kann man sich hier leider nicht wegteleportieren. Deswegen waren die anscheinend gezwungen, da einfach 2 Speichersphäre-Ruinen zu packen. So, ansonsten geht es jetzt einfach zur zweiten Seite. Das ist jetzt genau gegenüber, könnte man sagen. Und dort befindet sich halt auch die Murasame. Also ein Katana für Auron ist das. Dort befindet sich die Fähigkeit MP1 und noch irgendwie sowas. Das heißt, dass, ja, er nur noch ein MP braucht für jede, egal welchen Skill, sag ich mal. Also er verbraucht niemals mehr als ein MP. Und ja, kann ziemlich nützlich sein. Aber für uns wahrscheinlich eher nicht, denn wir holen uns ja sowieso noch die super, super, ultra, 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 mega geilen, ultra geilen Waffen. Genau. So, des Weiteren gehen wir einfach mal zum Bisade-Wasserfall. Den haben wir auch entdeckt auf der Karte. Hier befindet sich dann, sag ich mal, eine Rüstung für Kimari. Das ist eine Ausrüstung für Kimari. Da ist Ausweichkonter und Zauberkonter drauf, wenn ich mich nicht täusche. Da, Zauberkonter, Ausweichkonter.
Ist auch ziemlich praktisch. Und wenn man dann noch einen normalen Konter hat, ja, dann kontert man wirklich alles. So, was hätten wir noch? Die Ruinen von Mien. Ja, da gehen wir auch mal hin. So, kennt ihr diesen Ort? Lustig, oder? Das haben wir doch schon mal gesehen. Ja, aber diesmal gehen wir einfach mal hier hinten lang. Ne, doch gar nicht. Wir gehen links hinten lang. Stopp, hier irgendwo ist eine Truhe. Ich glaube, wenn man einfach hier die Wand anklickt, oder? Hä? Moment mal eben. Da, da ist sie doch. Pfadfinder halten. Das ist eine Waffe, glaube ich, für Riku, wenn ich mich nicht täusche. Moment, gucken. Pfadfinder. Genau, Erstschlag und Giftattacke. Also nicht ganz so schlecht, sag ich mal. Aber auch nur wegen der Erstschlag. Wegen dem Erstschlag. So, wo gehen wir als nächstes hin? Genau, wir gehen erstmal zum Fungus-Schlachtfeld. Das ist der Ort, an dem wir wach geworden sind bei der Mien-Operation. Könnt ihr euch sicherlich noch dran erinnern. Das ist nämlich genau links nebenan in einer kleinen Spalte. Und in dieser kleinen Spalte befindet sich eine Truhe. Und dort ist ein Phantomwappen drin. Das ist, glaube ich, eine Rüstung für Lulu und beinhaltet welchen Inhalt? Doppelt gemoppelt ist auch gut. Beinhaltet welchen Inhalt? Kältesog und Hitze. Ja, halt so ein Elementesog, könnte man sagen. Ein Sog, sag ich mal, ist dafür da, dass wenn uns jemand mit diesen Zaubern angreift, dass uns dieser Zauber heilt, statt Schaden zufügt. Ist also um einiges besser als ein Ball. So, ansonsten könnten wir noch zum Fungustal, aber dort bräuchten wir erstmal nichts. Deswegen brauchen, ja, steuere ich das erstmal gar nicht an. Aber Leute, ich mache mal ich mache eben hier eine kleine Pause und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Und bis dann, stay emotional.